Moin meine Freunde, was geht und damit ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um ein etwas ernsteres Thema und zwar geht es darum, dass YouTube vorhat, die kleinen Kanäle, die nicht wirtschaftlich sind, zu löschen. Wann das Ganze geschieht und für wen das Ganze der Fall sein wird, das seht ihr jetzt im Video. Viel Spaß dabei! Moin meine Freunde, was geht und ein herzliches Willkommen heute mal mit einem etwas ernsteren Thema für euch. Wie der gute Kuchen TV auch schon berichtet hat, geht es darum, dass sich YouTube die Rechte vorbehält, die kleinen unwirtschaftlichen Kanäle bald zu löschen. Am 10.12.2019 soll es dann soweit sein, die kleinen Kanäle, die nicht wirtschaftlich sind, sollen gelöscht werden. Was hat es denn mit den großen Kanälen auf sich? Wenn diese von YouTube auch nicht als wirtschaftlich betrachtet werden, dann könnte es natürlich da auch ein Problem geben. Viele Existenzen werden da auch bedroht. Was wäre denn YouTube ohne die kleinen Kanäle? Gar nichts. Denn du bist gestresst, kommst nach Hause von der Arbeit oder von der Schule und suchst etwas Aufmunterndes. Wo findest du diese Videos? Bei den kleinen Kanälen. Dem werden aber immer wieder Steine in den Weg geschmissen. Man sollte zu der Monetarisierung 4000 Minuten Watchtime vorweisen können und 1000 Abonnenten haben, was ich ziemlich viel finde. Nach 15 Jahren findet sich natürlich eine Menge inaktive Kanäle. Die Datenvolumen müssen natürlich irgendwie auch gegeben sein und natürlich sollten diese Datenmengen auch jedes Mal ankommen und wirtschaftlich genutzt werden können von YouTube. Das bedeutet, auch diese kleinen Kanäle werden aus diesem Grund gelöscht. Ich hoffe einfach, dass die kleinen Kanäle mehr Unterstützung erhalten, auch beim Ranking, und dass die natürlich auch etwas größer werden können. Das Ganze war es dann auch schon meinerseits. Ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Unterstützt mich weiter fleißig. Aktiviert die Glocke, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Natürlich nicht vergessen, mich zu abonnieren. Danke nochmal an alle Neuabonnenten und alle Abonnenten, die es werden. Und damit würde ich sagen, auf Wiederschauen und reingehauen, Freunde.